Plane zieh ich durch. Quark, Dauch, Frosch und Lurch. Gut, ihr Kröten dürft was sagen, doch tut sich das nicht vertragen mit der Meinung, die ich meine, dann entscheide ich das alleine. Oder bist du Architekt, der so gerne was aushängt? Du bist klug und weißt Bescheid. Tut mir leid, so baut man neu. Schön zu bauen ist nicht billig, die Vorgaben, die erfüll ich. Mein Ruhm zum Himmel sich hochranke. Danke für all die schönen Bauten, danke, du hast sie uns geschenkt. Danke, dass auch in 100 Jahren man noch an dich denkt. Money, 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 money. Lies, was geschrieben steht, ist Wunsch oder Realität. Was soll man denn hier schon wieder unterschreiben? Wenn man das Transparenz, hätte, Transparenz, jetzt, für mehr transparente Ausschnitte. Danke für dein charmantes Lächeln, danke. Du bist echt sehr beliebt, genau, nochmal alle. Danke, du zeigst uns, dass es im Leben etwas Wichtigeres als Politik gibt. Mit dem Refrain kennen wir ja schon, nämlich der heißt... Danke für die gute Wirtschaftsbeziehungen, vor allem nach China. Danke für deinen politischen Stil. Danke fürs Schwarz-Grün Koalieren und für Ronald Schiff. Danke für die Millionengräber. Danke, die HSH Nordbank wäre jetzt arm dran. Danke, dass in der wachsenden Stadt sich bald niemand mehr eine Wohnung leisten kann. Danke, du privatisiertest Krankenhäuser. Danke, davon wollten wir aber nichts wissen. Danke, auf unseren Volksentscheid dagegen hast du einfach nur Danke, wir sind jetzt Umwelthauptstadt. Danke, dass uns das nicht umhaut. Danke, denn in Moorburg wird ja ein neues Kohlekraftwerk gebaut. Danke. Aber ohne Moorburg-Trasse. Danke, du hast wirklich Fantasie. Danke für die U4, die Flughafen, S-Bahn und die Elbphilharmonie. Danke, dass du jetzt mal an dich denkst. Danke, dass du dich nicht mehr stresst. Danke, dass mit der ganzen Scheiße, die auch du verzapft hast, du uns jetzt sitzen lässt. Danke. Heute Winter gibt es zwar Regen, heute wir uns aber trotzdem freuen. Welch ein Jubel, welch ein Segen wird in dieser Halle sein. Komm, wir steigen mal aufs Dach und dort machen wir richtig Krach. Lieber Olaf, lieber Markus, schaut, wir feiern hier ein Fest. Und wir zeigen euch pragmatisch, wie sich's anwohnerorientiert planen lässt. Lasst den Dingen ihren Lauf, Pützi schießt schon mal die Halle auf. Ja, wunderbar. Ja. Genau, ne? Und, hast du das getan? Hast du das gehört? Ich guck mal. Nein, da tut sich noch gar nichts. Na gut, dann müssen wir aber noch einsingen. Ja. Also, vielleicht hört er das ja dann. Das wird jetzt schon. Süße die Kassen, die klingen, als zu der Weihnachtszeit. Ist, als ob die Händler singen, wieder von Umsatz und Freude. Noch mehr Lametta, mehr Deko, mehr Licht,
ja, ich sehe bald nichts mehr. Bis der Weihnachtsbaum fast zusammenbricht. Kassen mit silbernem Klang klingt die Marktstraße entlang. Die Bergstraße und die Transport.